So, wie schaut's denn aus? Scotty, wie schaut's aus? So, so da ich haben würde mich wir jetzt gerne mal mit irgendwas anderem beschäftigen, was nichts mit IC2 zu tun hat. Irgendwas? Ja. Ja, mach irgendwas. Doch. Irgendwas. Ich bräuchte vielleicht noch ein paar Enderperlen. Das macht vielleicht Sinn, um einfach mal den Tank schon mal voll zu machen, denn wir wollen ja hier ordentlichst basteln. Eine Frage, die mich bisher immer noch stört. Eine Frage, die dich stört? Eine Frage, die immer noch in meinem Kopf ist. Was passiert jetzt eigentlich mit unserem Rathaus? Das ist ein MS-Gebäude. Das lasse ich so stehen. Das wird nicht verändert. Ach, das, das ist ein Gebäude, was MS komplett alleine und in Eigenregie gebaut hat. Deswegen lasse ich das. Das war früher mal eine Stallung, heute ist es ein Rathaus. Ah, okay. Ja, und ich weiß noch nicht, was er sich dabei denkt oder ob er sich was dabei denkt oder was er da vorhat. Ich weiß aber, dass das auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte werden wird. Das denke ich auch. Ja, also wir haben ja eine unfassbare Menge an Platz in dieser Welt. Mhm. Deswegen spricht da nichts gegen, wenn du irgendwo Geräte aufstellen willst, dass du die anderen Plätze nutzt. Nur die bereits fertiggestellten Gebäude, ja, würde ich eigentlich weitestgehend so stehen lassen wollen. Weil, wie gesagt, ich will dem MS da nicht reingreifen. Nee, ist doch kein Thema. Ich meine, und spätestens bei einem Weltenneustart im Zuge eines Updates sind sowieso wieder alle Uhren auf Null. Stimmt. Ja. Nur ich halte es halt ihm gegenüber für unfair, wenn er schon nicht dabei ist, wenn wir dann an den Gebäuden rumdoktern, bis der Arzt kommt. Ja, das wäre nicht fair. Eben. Gut, dann werde ich mich heute mal... Ich bin zwar ein Drecksack, aber ich bin kein unfairer Drecksack. So. Ja, und was beschäftige ich mich dann heute? Das ist hier die Frage. Mit dem Craften von Tesseracts. Oh Gott. Was? Manchmal habe ich Angst vor mir selbst. Ja, ich will jetzt hier nur gerade mal den Magma-Tiegel und so befüllen, damit ich hier genug Möglichkeiten habe. Aber das können die eigentlich auch alleine. Die können sich doch alleine befüllen hier. Ne? Komm, schmeißen wir hier nochmal was rein. Schmeißen wir hier nochmal was rein. Hier wird pulverisiertes Blei erzeugt. Das ist schon mal gut, weil ich das brauche. Ich brauche das wie die Luft zum Atmen. Was? Ah. Gehärtetes Glas. Gibt tatsächlich noch Baustellen, die ich nicht weitergemacht habe. Ich muss in den Induktionsschmelzer. Der ist doch hier. Oh. Gibt tatsächlich noch Baustellen. Es gibt Baustellen. Ja, und da werde ich alle, das ist bei mir geleckt. Und da werde ich eine jetzt gleich mal... Wow, Alter, erschreck mich doch nicht so. Scheiß Creeper. Wer hat Angst vorm Creeper? Keiner, keiner. Ja, genau, noch eine. Ja, dein Haus zum Beispiel ist eine Riesenbaustelle, ne? Das will ich jetzt angehen. Aha. Er doktert hier ewig an der Technik rum, schmeißt dann hin und geht ein Haus bauen, weißt du? Obwohl er nicht bauen will, geht er bauen. Nee, ich wollte ja nichts mit Technik bauen erstmal. Ich will ja erstmal den Kopf frei bekommen von Technik. Okay. Deswegen baue ich hier Tesseracts. Wir haben einen Reaper im Pferdestall. Was? Raus mit dem Drecksviech! Hab ich einen Bogen? Ja, ich hab Bogen, tatsächlich. Ich hab auch einen Bogen. Bogen? Bogen? Bam. Bogen? Ja, da guckst du, was, Creeper? So. Ja, da guckst du blöd, hä? Guckst du blöd, Junge. Ach, ja, wir haben Druckplatten vom Haus, stimmt ja. Ja. Ich's immer wieder vergesse. So, hier sind jetzt...
So, und dann brauche ich... Ich hatte doch dafür einen Boden gemacht. Hatte ich dafür nicht den Compressed Cobblestone? Das weiß ich nicht. Er weiß. Der sieht aber zu scheiße aus, stelle ich gerade fest. Boah, ich habe da gerade voll Bock drauf, hier Material zu verbrennen wie ein Berserker. Das ist nicht mehr normal. Das Problem ist halt auch, wenn man so lange nicht an der Sache gebaut hat, muss man sich erstmal Gedanken machen, wie man das überhaupt vorgehabt hat. Tja. Huch! Was denn? Ich muss hier gerade mal kurz ein paar Monster entsorgen. Bäm! Boom, Schakalaka, 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 Schaka, Boom. Boah, in den 90er Jahren, Alter. Bam. Diese ganze Armadas an Zombies, die hier langlaufen. Ja, nee, ganz normaler Holzboden wäre ja langweilig. Sehr langweilig. Also irgendwas mit Stein. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Oder nehme ich doch vielleicht Holz? Weiß nicht. Hast du Bock drauf? Irgendwie ja nicht so, weil das ganze Haus aus Holz besteht. Ich wollte eigentlich irgendwas aus Stein machen. Und einen Bogen. Einer, der interessant aussieht. Einen Bogen? Einen Boden. Einen Boden? Mhm. Ich hab gesagt, weiß gefärbter Rehm. Ah, der sieht dezent nach Pink aus. Alter, was sind denn hier Viecher unterwegs, Mann? Ja, schon 1000 Jahre nicht mehr so viele Monster-Spawns gehabt hier. Irgendwie komisch, ne? Hab ich doch was. Ey, sogar Spinnen machen hier Theater bei mir. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen... Tschüss. Yeah, Freaks. Was? Oder blöd aus. Du, 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 du. Du, du, du. Wenn die Stimme versaugt. Versaugt. Wenn die Stimme versaugt, genau. Ja. Ich habe hier noch Colored Stone Bricks in Weiß. Ich einen Boden aus Stone Bricks mache? Weiß ich nicht. Die sehen vielleicht ein bisschen stonig aus. Am besten machst du daraus lieber Wege mit Stone Bricks. Was soll ich als Boden nehmen? Das ist hier die Frage. Ja, Steine. Da kannst du Wege nehmen. Weißt du? Mhm. Das kann man ja mal machen. Och nö, komm schon. Tu mir den Gefallen. Mach das nicht. Mach das nicht. Bitte nicht. Nein. Mach das nicht.
Was denn? Machen wir hier, komm. So. Komm, das ist ein ganz, ganz, ganz altes Mod-File gewesen. So, Tobu. Kailum. Gut, damit können wir arbeiten. So, den ganzen Schnodder hier, den packe ich jetzt da wieder rein. Und auch den Kram packe ich da wieder rein, weil der eigentlich hier gebraucht wird. Da. So. Und was, wenn ich einfaches Holz nehme? Obwohl ich schon ein Holzhaus habe? Hab ich doch. Nee, hab ich nicht. Siehst du, da geht's auch schon wieder los. Wo waren das? Also ich hab das alles. Ui. Haben wir denn noch normal Obsidian hier am Start? Oh. Obsidian müssen wir nachladen. Haben wir noch nur noch 3 Stacks. Okay, ja, das ist kein Thema. Braucht man ja nicht händisch abbauen. Da gibt's ja den. Ach, wie heißt der denn gleich wieder? Ja, den Dings. Wie heißt denn das Teil? Das Schlimme daran ist, ich komme auch gerade nicht drauf. Eruptivextrudierer. Ja, genau. Da war er. Der Eruptivextrudierer. Also ich bin tatsächlich am Überlegen, einfach einen Holzboden reinzumachen. Ich habe Holzwände mit einer unteren Schicht von Edge Stone Bricks. Da würde sich ein Holzboden eigentlich gar nicht verkehrt drinnen machen. Naja, dann mach das doch einfach mal. Was hältst du denn davon? Keine Idee. Da ist jetzt die Frage, ob ich ganz normales Dingsholz nehme. Normales. Hier noch drin. So. Lieber Holz drin, okay. Ich ganz normales Oakwood nehme oder ob ich anderes Holz nehme. Weiß nicht, ich hätte noch helles Holz, also weißes. Ob das passt zum Boden? Weiß drauf, ich nehme jetzt einfach Oakwood. Nimm doch mal Oakwood. Ja, obwohl ich ja mit Birkenholz. Birken? Mit Ö? Birkenholz? Nee, ich nehme nicht schon wieder Birkenholz. Ich nehme Oakwood. Birke. Birke, Birke. So. Dann haben wir hier wieder die Möglichkeit, das hinzusetzen. So, oh, wunderbar. Hier noch Palmholzbretter drin. Da gehen 8 Obsidianpulver für drauf, für ein gehärtetes Glas. Das ist schon hardcore. Ich nehme Palmholzbretter. Ja, Palmholzbretter haben wir eine ganze Kiste voll. Eine ganze Diamond Chest voll. Die hast du angelegt. Das sind Palmholzbretter. Voll, die Kiste ist voll bis oben hin. Ja, dann weiß ich, was ich nehme. Dann nehme ich definitiv Palmholz. Weil ich habe damals auf deinen Wunsch hin, habe ich glaube ich auch Palmholz gepflanzt und gehackt bis zum Umfallen. Das kann sein. Ja, ja, das war so. Ich erinnere mich da dunkel dran. Jetzt ist die Frage, wo ist mein Baumeisterstab? Ich Dein was? Builder's Wand, hier ist er. Den habe ich. Ja, der ist hier in der Kiste drin. Nein, den habe ich. Habe ich gerade aus der einen Truhe rausgenommen. Wieso habe ich den dann im Rucksack? Vielleicht, weil wir einen zweiten haben. Wo haben wir denn den her? Hast du gecheatet? Nee. Ich weiß gar nicht, wann die entstanden sind. Das ist vor langer, langer Zeit und so, weißt du? Wer schreibt mich denn da schon auf Facebook an? Das gibt's doch noch nicht. Echt? Du hast Facebook offen während der Aufnahme? Was bist denn du für einer? Nein, Messenger. Und ich krieg immer Nachrichten auf das Handy. Facebook Messenger. Das war das erste, was von meinem Handy runtergeflogen ist. Aber ganz ehrlich, das wollte ich mir dann doch nicht antun. Ach so, bezüglich meines Postings da, genau. Du hast was gepostet? Ja, wegen Neurodermitis. Ach so, naja gut. Ja, die entsteht bestimmt durch ganz große Barthaare. Bestimmt. Hahaha. Sehr witzig. Hahaha. Nee, ich finde das momentan echt nicht zum Lachen. Ey, mach dir mal keine Gedanken. Neurodermitis ist bestens bekannt.